Erde wird auch diese Wärme entzogen. Damit werden die Kinderbecken geheizt. Nachhaltig und schlau. Schauplatzwechsel ins südliche Burgenland. Ralf Knauseder, der in diesem Experimentjahr zum Selbstversorger werden soll, will einen Stall für Hühner und seine Minischweine bauen. Für das künftige Freigehege der Schweine hat er eine, sagen wir, eigenartige Idee. Aus den von Holzwürmern zerfressenen alten Stühlen der evangelischen, sogenannten Turmschule von Schreibersdorf soll jetzt ein Zaun werden. Da wird einfach nur die Rücklehne abgeschraubt und dann bleibt dieses Teil übrig. Der andere Teil wird dann für meine wohlige Wärme zur Verfügung stehen. Und diese Seiten nehme ich jetzt als Steher für den Zaun. Und dann werden solche Bretter drangenagelt und das begrenzt dann das Freigehege von den Schweinen. Einen ersten, freilich noch nicht perfekten Prototyp hat er bereits stehen. So werden die in die Erde eingeschlagen. Das ist ja dann schon weg. Das habe ich verfeinert, das System. Das habe ich zuerst einmal nur mit der Motorsäge so abgeschnitten. Die schaut aber schier aus. Und jetzt habe ich das halt hier schön abgeschnitten und dann kommen hier die Latten dran. Auf der hinteren Seite, hinter der Scheune, wird das ganze Schweinegehege dort. Da kriegen sie eine Wasserstelle, eine Futterstelle und sie können am Abend selbstständig in dieses sogenannte Vorsilo oder wo ich ihren Stall mache, können sie selbstständig wieder hineingehen. Sein kreatives Talent hat der Knauseder schon öfter unter Beweis gestellt. Die alten Kästen, die er zu Hochbeeten gemacht hat, wurden inzwischen allerdings durch ein anderes Bauwerk ersetzt. Mittlerweile ist hier auch schon das erste Gemüse reif. Auch die Marillen warten auf ihre Weiterverarbeitung. Doch dazu holt er sich Hilfe aus dem Dorf. Und auch das gibt es in unserer nächsten Folge. Der Denkmalschutz scheint den Nachhaltigkeitsambitionen in Baden Grenzen zu setzen. Und so kauft die Zero-Waste-Familie ein. Das alles im Experiment am Donnerstag.